Am kommenden Sonntag wählen die Kärntner, wer künftig ihr Land regieren soll. Man spürt sehr viel Unruhe im Land. Man spürt auch, dass viele Menschen sich überlegen, es muss einmal was Neues her. Das Erbe des ehemaligen Landeshauptmanns Jörg Haider ist auch 10 Jahre nach seinem Tod noch vielerorts präsent. Haider war sehr beliebt, gell? Er hat das halt verstanden, mit den Leuten umzugehen. Das, was er natürlich mit der Hyper gemacht hat, war sicher ein bisschen überspannt. Die Erfahrungen zeigen halt, dass Rechtspopulisten am Ende des Tages großteils in Regierungen gescheitert sind. Zwischen Haiders Erbe und ungewisser Zukunft. Viele Kärntner sind noch immer zerrissen, ob sie ihre Heimat lieben oder weit hinter sich lassen sollen. Von draußen sieht man die Heimat wieder anders. Das habe ich auch feststellen können. Die Kärntner sind schon patriotischer als die anderen Bundesländer. Das hängt eben auch mit der besonderen Geschichte Kärntens zusammen. Auch mit der geografischen Lage Kärntens als Grenzland. Rund 1,5 Jahrzehnte lang war Kärnten in der Hand rechter Parteien. Kaum jemand hat das Land so geprägt wie Jörg Haider. Und kaum jemand hat so polarisiert und die Kärntner so gespalten. Seit 2013 regiert der SPÖ-Politiker Peter Kaiser mit einer rot-schwarz-grünen Koalition, die auch diesmal wieder um Stimmen wirbt. Im 300 Kilometer entfernten Wiener Augarten treffen wir Stefan Petzner, den langjährigen PR-Manager und Vertrauten Jörg Haiders. Seit der politischen Farbänderung in Klagenfurt fühlt er sich in Kärnten nicht mehr wirklich zu Hause. Heute lebt er in Wien und arbeitet als Politikberater. Einer bestimmten Partei gehört er nicht mehr an. Kärnten ist ein sehr gesegnetes Land. Was die Landschaft betrifft, wir haben Berge, Seen, wir haben ja alles dort, aber es ist wirtschaftlich schwierig dort. Das heißt, gerade viele junge Menschen sind gezwungen, aus Kärnten wegzugehen und Kärnten zu verlassen. Und was mich persönlich betrifft, sage ich immer, ich bin im politischen Exil in Wien, scherzhaft und halb ernst auch. Es haben sich halt die politischen Begebenheiten geändert in Kärnten. Die aktuelle Politik ist nicht der einzige Grund, warum Stefan Petzner vor allem die Landeshauptstadt Klagenfurt meidet. Dort war er besonders oft mit Jörg Haider unterwegs. Diese Zeit möchte er endlich hinter sich lassen. Wenn Sie an einem Tag in Kärnten irgendwo, was weiß ich, durch Klagenfurt gehen und von 15 Leuten reden sie 10 die ganze Zeit auf Haider und die politische Vergangenheit an, dann ist ihnen das irgendwann zu viel und dann sagen sie, okay, ich muss dieses Land verlassen. Auch wenn er Haider viel zu verdanken habe, müsse er sich weiterentwickeln, sagt Stefan Petzner. Inzwischen schreibt er Bücher mit kritischen Analysen zum Rechtspopulismus und über seine Zeit mit Haider. In seinem Keller in Wien hatte er alle möglichen Erinnerungen verstaut. Fast jeder Kärntner hat irgendwo eine Kärntnerfahne zu Hause. Natürlich habe auch ich eine Kärntnerfahne. Das ist ja bei den Kärntnern zum Beispiel, die Kärntner, das haben wir schon diskutiert, sind große Patrioten. Der 10. Oktober ist der Kärntner Landesfeiertag, der ja dort eine sehr, sehr große Bedeutung hat. In anderen Bundesländern ist der Landesfeiertag etwas, wo sich meistens die Schüler darüber freuen, dass sie schulfrei haben. Das war es schon. In Kärnten wird das noch richtig zelebriert. Nationalratswahl 2006. Da war ich Wahlkampfleiter für das Bundesland Kärnten. Da ging es ja darum, den Einzug. Das war damals der Slogan Kärnten, wir sind wir. Und das war zum Beispiel, der Slogan, oder? Genau. Ja, das sind zum Beispiel Dinge, die ich gemacht oder verantwortet habe. Haider, Uwe Scheuch, Josef Buchan, solche Dinge behalte ich halt auf. Die Deutsch-Kärntner Mehrheit sollte angesprochen werden. Oft kam es zu Entgleisungen gegen Ausländer. Für Aufsehen sorgte auch der Streit um zweisprachige Ortstafeln. Und Politik lebt von der Zuspitzung und oft auch von der Übertreibung. Und das war halt damals meine Aufgabe und mein Job. Und ich habe das gerne gemacht.
Das ist ein sehr pragmatischer, nüchterner Prozess. Da geht es nicht um persönliche Emotionen oder persönliche Empfindlichkeiten, sondern etwas zu entwickeln, das bei den Kärntnerinnen und Kärntnern ankommt. Petzner steht zu seiner Vergangenheit, bereut nichts. Vergangenheit kann man nie, soll man auch nicht, ja, auslöschen oder verdrängen. Aber man kann sie geordnet, gelöst, verpackt in seinem Inneren, in dem Fall im Keller, irgendwo verstauen. Aber es ist trotzdem da. Ja. Wir wollen wissen, wie die Stimmung kurz vor der Wahl in Kärnten ist und fahren ins Gurktal. In Weitensfeld mit knapp 2500 Einwohnern verändern sich Dinge nur langsam und alles Fremde fällt gleich besonders auf. Keine einfache Situation für Bärenwirt-Chefin Elisabeth Steiner. Sie hat 2014 das Gasthaus ihrer Eltern übernommen. Neben dem normalen Betrieb beherbergt sie heute auch Asylwerber. Dreimal die Woche kocht ein kurdischer Iraker. Heute gibt es ein typisches Kärntner Gericht, Käsnudeln. Wie heißt das in Kurdistan? Nudeln. Ja, diese Nudeln? Sharia. Sharia? Ja. Also machen wir jetzt Kärntner Sharia? Ja. Einige Zeit hat die ehemalige Journalistin in Frankreich gelebt. Als sie aus familiären Gründen zurückkehrte, wollte sie die weite Welt mit hierher bringen. Ich war eigentlich immer sehr heimatverbunden, sehr kärntenverbunden. Und für mich schließt sich Heimat und Ferne ja nicht aus. Der Austausch der Kulturen hat zu jeder Zeit und immer stattgefunden. Ob im Kleinen, in einem kleinen Kärntner Dorf oder ob im Großen, in großen Weltstädten. Wir sind eine globale Gesellschaft, wir sind eine offene Gesellschaft. Wir leben heute mit dem Internet, wir leben mit Social Media, wir sind verbunden jede Sekunde unseres Daseins mit Menschen rund um den Globus. Das heißt, warum sollte man das nicht auch hier leben können und leben dürfen? Obwohl Saman Osman schon im Irak als Koch tätig war, darf er in Österreich nicht arbeiten. Seit 2 Jahren wartet der Kurde nun schon auf seine erste Befragung im Asylverfahren. Ja, Weitensfeld, guter Dorf, schöner Dorf auch, aber muss warten ein bisschen. Das ist für mich auch ein bisschen schwierig. Da muss mit Leuten Kontakt machen. Muss sprechen Deutsch. Oder ohne sprechen geht nichts. In letzter Zeit ist er öfter in Klagenfurt. Denn dort ist es für ihn einfacher, Freundschaften zu schließen, als in der kleinen Ortschaft. Am Anfang wurden auch meine Flüchtlinge als Gäste sehr willkommen geheißen. Wir haben wunderbare Veranstaltungen miteinander gemacht. Es sind viele Einheimische gekommen. Seit sich allerdings diese Kultur des Einanderannehmens so massiv verändert hat und Flüchtlinge heute als illegale Migranten bezeichnet werden, also eigentlich als Kriminelle. Seitdem hat sich leider Gottes auch bei uns sehr viel verändert und es sind viele Leute weggeblieben. Verantwortlich für das rauere Klima sei vor allem die verschärfte Ausländerpolitik der neuen blau-schwarzen Bundesregierung. Im aktuellen Landeswahlkampf spielen diese Themen eine untergeordnete Rolle. Selbst die FPÖ setzt weniger auf die Ausländerkarte. Das war zu Zeiten Jörg Haiders anders. Damals herrschte der bisher härteste Tonfall. Diese verlassene Flüchtlingsunterkunft wurde zum Symbol für die Asylpolitik Haiders und seines Nachfolgers Gerhard Dörfler. Von einer Sonderanstalt für straffällige Asylanten war die Rede und davon, dass Kärnten tschetschenenfrei werden sollte. Von hier aus hat Elisabeth Steiner als Kärnten-Korrespondentin des Standard mehrmals berichtet. Das war schon eine für mich auch sehr schreckliche Geschichte über die meiner Ansicht nach menschenverachtende und menschenrechtswidrige Unterbringung hier auf der Saualm in 1200 Metern Seehöhe, völlig abgeschottet von jeglicher Zivilisation zu berichten. Bis zum nächsten Ort muss man circa 15 Kilometer zu Fuß gehen. Es ist hier oben überhaupt nichts. Die Saualpe rückte Kärnten auch in den Fokus internationaler Kritik. Menschenrechtsorganisationen rügten die abgelegene Unterbringung. Für Elisabeth Steiner waren ihre Erfahrungen hier ausschlaggebend, sich selber zu engagieren.
Ich habe mein Projekt in Weidensfeld, den Bärenwirt, immer als Antithese zur Saualm empfunden. Und ich wollte die Leute nicht wegsperren. Ich wollte weder die Einheimischen noch die Asylwerber voneinander trennen, sondern ich wollte eine Plattform schaffen, eine Art Brücke, wo man sich gegenseitig begegnen kann, kennenlernen kann und so möglicherweise eben Ängste abbauen kann. Und gleich Kärntnerinnen im Exil, aber das Herz hängt weiter an der Heimat. Als ich in L.A. war und CD gehört habe mit dem MGV über Milstadt, sind bei mir die Zacher gekommen, so wie jetzt. Das ist die Kärntner Seele, also das hat schon was ganz Spezielles. Am kommenden Sonntag wird in Kärnten gewählt. Auch 10 Jahre nach dem Tod Jörg Haiders wirkt sein politisches Erbe fort. Haiders langjähriger PR-Manager Stefan Petzner beantwortet die Frage, ob dieses Erbe positiv oder negativ zu bewerten ist, äußerst differenziert. Vielleicht auch deshalb, weil er seit einiger Zeit selbst in Wien im politischen Exil lebt, wie er betont. Haider hat ja von Kärnten aus Weltpolitik gemacht teilweise, nicht, das darf man nie vergessen. Ja. Und ist als Kärntner Landeshauptmann zu Gaddafi nach Libyen gefahren oder zu Hussein in den Irak. Ja. Das hat einerseits dafür gesorgt, dass sich Gott die Kärntner sehr oft oder im Exil lebende Kärntner für diesen Landeshauptmann rechtfertigen mussten. Andererseits hat es die Kärntner in Kärnten sehr stolz gemacht, dass ihr Bundesland ihre Heimat auf der internationalen weltpolitischen Bühne, muss man fast sagen, so eine Rolle spielt. Für diese Bühne lieferte er stets die entsprechenden Slogans, auch den zur Saualpe über das tschetschenenfreie Kärnten. Die Grenzen gibt der Rechtsstaat vor und vor allem die Grenzen der Meinungs- und Medienfreiheit. Und ich habe da viele Ermittlungsverfahren gehabt wegen, was weiß ich, Verhetzung, Wiederbetätigung, ich weiß nicht was alles, aber bin nie verurteilt worden. Also insofern war alles das, was ich an Slogans oder Kampagnen produziert habe, im rechtsstaatlichen Rahmen. Am Ende zählt in der Politik immer der Erfolg, nämlich wie viele Wählerstimmen hast du, alles andere ist irrelevant. Nach diesen Kriterien war Jörg Haider bis zu seinem Unfalltod 2008 höchst erfolgreich. Nach wie vor besuchen viele Kärntner den Unglücksort. Themen wie etwa der Hypo-Skandal spielen für seine Fans keine große Rolle. Ein anderes Bild der Haider-Ära zeichnen Künstler wie Herwig Zamanik. Jahrelang haben sie gegen die Politik der Rechtspopulisten protestiert. Manche traten in Kärnten nicht auf, andere provozierten gerade durch ihre Werke. Es war klar wie Kloßbrühe, wie der Deutsche sagt, dass das ein korrupter Haufen ist, der einfach dieses Land ausnimmt und in den Ruin treibt. Und dass da nicht mehr Menschen offen dagegen protestiert haben, war verwunderlich. Ja. Ich hab genug von eurem Dunst, denn ihr verbreitet, ihr verfolgt am Roller Sumpf. 2012 organisierte der Musiker gemeinsam mit seiner Band Futzmann and the Singing Rebels einen Flashmob am Neuen Platz in Klagenfurt. Adressat der Aktion Haiders Nachfolger Gerhard Dörfler. Gegipfelt hat es dann halt darin, dass sie das sinkende Schiff dann einfach auch nicht verlassen wollten, sondern eben in einer Bubelhaftigkeit einfach jede Demokratie untergraben haben und eben die Sitzungen verlassen haben mit einem höhnenden Lachen. Die damalige Situation, eine Mehrheit im Landtag forderte aufgrund vieler Korruptionsaffären eine Neuwahl. Das BZÖ verzögerte den Beschluss dazu durch Verlassen von Sitzungen, wurde aber 2013 dann abgewählt. Ich habe jetzt dieses Lied Haltet Abstand wieder aufgenommen, aber muss man mal so sagen, in einer Gospel-Version eigentlich. Es ist ja eher ein sich einstimmen drauf, dass es wieder kommen wird. Also ich gehe davon aus, ich bin ja jetzt eher schwarz hier. Ich halte Abstand, ihr Kreaturen, von euch ihr dummen und armseligen Figuren.
Wer als Künstler damals auf staatliche Förderungen angewiesen war, der hatte es schwer. Zamanik erinnert sich. Wenn man denn in einem BZÖ oder Heiderland Kultur machen will und die 20 Jahre lang alles beschneiden oder was man macht, dann sind das ja 20 wertvolle Jahre, die man eigentlich woanders vielleicht mehr bewegen könnte. Und so ist es halt sehr abgekapselt gewesen. Wegen der Politik wäre er allerdings nie aus Kärnten geflüchtet, sagt Herwig Zamanik. Letztlich ist er wegen der Liebe nach Wien gezogen. Seine Lebenspartnerin Jutta Fastian ist auch Kärntnerin. Für sie als Schauspielerin ist es in der Stadt wesentlich einfacher. Mir hat es nicht so wahnsinnig in die Großstadt gezogen, weil ich ja sowieso immer herumgefahren bin. Und für mich war das nicht so wichtig, aber wenn dir das so wichtig ist, dann ist das mir auch wichtig. Ja, ich habe die Stadt schon sehr vermisst. Also wir waren ja nach 7 Jahren Berlin, weil dann 5 Jahre im Rosenthal und in Villach und irgendwann war dann auch genug, finde ich. Aber Gott sei Dank hat er mitgezogen mit Kind und so. Das klingt jetzt so, als wäre es schlimm gewesen. Naja, wir in Kärnten. Ja. War nicht schlimm. Es war nur anders. Also es war, ja. Ich habe das Glück nicht davon abhängig gemacht zu gehen, aber ich habe mich sehr danach gesehen zu gehen, weil ich die Wanderschaft vielleicht mag. Ja, das war. Und Wien ist auch gut zu uns, so ist es nicht. Immer wieder proben die beiden für gemeinsame Auftritte. Dabei singen sie auch gerne einmal ein traditionelles Kärntner Lied. Aufgewachsen ist die Schauspielerin in einem kleinen Dorf am Millstätter See. Die ganze Familie arbeitete im eigenen Gasthaus mit. Inzwischen gehört es anderen Betreibern. Von uns 4 Töchtern wollte keiner das übernehmen. Und es hat sich einfach verändert. In den 80ern, 90ern war es ja totales, das goldene Tourismuszeitalter. Und das hat sich total verändert. Und man muss halt entweder sich auch verändern. Und ein ganz bodenständiges Gasthaus, das war wahrscheinlich einfach zu wenig. Heute ist Jutta Fastian hier nur zu Besuch. Früher sei im Gasthaus mehr los gewesen, sagt sie. An die alten Zeiten erinnern nur mehr Fotos. Seit sie 8 Jahre alt war, wollte sie Schauspielerin werden. Für dieses Ziel wurde es in der kleinen Ortschaft schnell zu eng. Mein Papa. Mein Opa hat damals gesagt, von wegen Schauspielerin, du wirst am Spar Kassiererin. Das wäre Ausbildungsmöglichkeit gewesen. Oder was Lehrberufe gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn man studieren möchte oder wenn man sich weiterbilden möchte, so in einem speziellen Segment, dann musst du gehen. Das geht nicht anders. Und von draußen sieht man die Heimat wieder anders. Das habe ich ja feststellen können. Also in L.A. war und CD gehört haben wir im MGV über Milchstadt. Jetzt sehen wir mir die Zacher kommen, so wie jetzt. Sage. Borg. Das ist die Kärntner Seele. Also das hat schon was ganz Spezielles. Zurück in Weitensfeld. Elisabeth Steiner hat das Gasthaus ihrer Eltern übernommen und beherbergt dort Flüchtlinge. Keine einfache Aufgabe. Doch die Rückkehr in ihre Heimat bereut sie nicht. Man muss die Welt eigentlich in seinem eigenen Inneren tragen. Und ich hatte nie ein Problem damit, hier im Dorf zu leben. Ich habe auch kein Problem damit, in der Stadt zu leben. Es ist das Lebensgefühl, das man hat, ob man ein offener Mensch ist oder ob man ein Mensch ist, der sich sozusagen in seine kleine, heile Welt zurückziehen will, wobei es die kleine, heile Welt ja ohnehin nicht gibt. Elisabeth Steiner ist stolz, dass sie mit ihrem Bärenwirt auch etwas zur Belebung des Ortes beiträgt, in einer Gegend, in der sonst die Betriebe eher schließen.
Zuerst sterben die Gasthäuser, dann sterben die Schneidereien, dann sterben die Tischlereien. Und irgendwann einmal stirbt alles. Wir haben hier eine Häuserzeile, die ist großteils bewohnt von Menschen, die um die 80 Jahre alt sind. Man müsste da wirklich dringend gegensteuern, aber das ist Sache der Politik, die entsprechenden Rahmenbedingungen zu setzen. Da hat man sicherlich vieles versäumt. Einmal im Jahr, zu Pfingsten, findet am Dorfplatz das sogenannte Kranzlreiten statt. Bei diesen und anderen Festen haben sich Haider und seine Nachfolger immer gerne in Szene gesetzt. Die Landesförderungen waren dementsprechend einseitig verteilt. Ein Rechtsruck nach der Kärntenwahl könnte genau das erneut zur Folge haben, fürchtet Elisabeth Steiner. Alles, was sich sozusagen in absoluter Konformität abspielt, das wird vielleicht weiter funktionieren. Aber wenn man ein Wort sagt, das vielleicht nicht den Vorstellungen entspricht oder wenn man Kritik übt, dann hat man keinerlei Chancen. Wir haben das seinerzeit unter Jörg Haider hier in Kärnten ja auch schon erlebt. Also wenn jemand ein Unternehmen hatte oder es gewagt hat, oder sei es auch in der Kunstszene, in der Kulturszene, und es gewagt hat, etwas zu kritisieren, dann waren die Förderungen weg, dann hatte der Betreffende keine Chance mehr. Stefan Petzner kann diese Sorge nicht nachvollziehen. Viele Künstler hätten ein Problem, Publikum zu gewinnen, weil Kärntner eben Volkskultur bevorzugten. Von Haider hätten letztlich alle profitiert. Die Künstler haben und die Intellektuellen haben von der politischen Auseinandersetzung mit der Betonung auf Auseinandersetzung mit uns gelebt und wir haben von der politischen Auseinandersetzung mit diesen Künstlern und Intellektuellen gelebt. Was am Ende einer solcher Auseinandersetzung herausgekommen ist, sind auf künstlerischer Ebene tolle Werke, künstlerische Projekte und Ergebnisse, die bleiben, und auf politischer Seite ist damit auch unser politischer Erfolg begründet gewesen. Warum soll ich das dann negativ sehen, wenn das Ergebnis am Ende des Tages ja positiv war für beide Seiten? Und gleich Stefan Petzner über den Kärntner Patriotismus und wie man ihn politisch nützt. Natürlich ist es so, dass wir im Wissen um die Bedeutung von Heimat und Tradition auch immer eine Politik gemacht haben, die das auch stärker betont hat, als das andere Parteien gemacht haben. Wir begleiten Stefan Petzner nach Kärnten. Mit dem aktuellen Wahlkampf ist der ehemalige PR-Stratege Haiders nicht befasst. Doch das Gespür für das Kärntner Wesen verliert man nie. Was Kärnten viel, viel stärker hat als andere Bundesländer, ist diese extreme Pflege von Brauchtum, Tradition, Zeltfeste, Kärntner Chöre, Blasmusik, Kärntner Tracht, alles, was mit dem zusammenhängt. Das ist in Kärnten viel, viel mehr Mainstream. Und Leute, die das eben nicht wollen, die sich einem anderen Milieu zugehörig fühlen, da verstehe ich schon, dass die sich in Kärnten eingeengt fühlen oder das Gefühl haben, sie haben da keinen Platz oder auch keine Berechtigung. Natürlich ist es so, dass wir im Wissen um die Bedeutung von Heimat und Tradition und so weiter auch immer eine Politik gemacht haben, die das auch stärker betont hat, als das andere Parteien gemacht haben. Das heißt, eine sehr starke Betonung auf dieses eigenständige Kärntnerische, auch die Betonung auf dieses Stolzsein auf Kärnten, dass Kärnten ein anderes, aber besonderes Bundesland ist. Ein Symbol dieses Spiels mit der besonderen Identität findet man bis heute, wenn man von Wien in den Süden fährt. Haider hat es geschafft, dass ein Richtungsschild aufgestellt wurde, obwohl es an dieser Stelle keinen verkehrstechnischen Nutzen hat. In Spital an der Drau setzen wir unsere Erkundungstour fort. Was denken die Kärntner über das Erbe Jörg Haiders? Glauben Sie, dass Haider ein gutes oder ein schlechtes Erbe hinterlassen hat in Kärnten? Ich glaube schon eher ein schlechtes. Der Schulenberg ist schon gewachsen mit ihm. Jeder Politiker, Sie wissen, er hat gute und schlechte Seiten. Haider war sehr zugänglich, sehr gut. Das, was er natürlich mit der Hyper gemacht hat, war sicher ein bisschen überspannt, das muss man schon sagen. Wenn ich zum Beispiel die Blauen hernehme, gell? Alle, die
Vorgänger, was bei uns regiert haben, haben alle ein Gerichtsverfahren am Hals. Da brauche ich nichts mehr sagen. Ne? Tatsächlich standen schon viele blaue bzw. orange Politiker vor Gericht. Wie aber ist derzeit die Stimmung kurz vor der Wahl? Katastrophal, muss ich sagen. Kaufkraft sinkt, Bevölkerung sinkt. Also sie sparen auf der falschen Seite. Es wird in die falschen Seiten eine gebuttert und das funktioniert nicht ganz. Arbeit. Das ist wieder Spital, es geht ganz auf. Also das, um Gottes Willen, ist schon schwer. Im Landhaus sterben die, ist die Kommunikation weg, keine Geschäfte mehr, kein Gasthaus ist mehr da. Man kann nicht mehr kommunizieren. Man kommt nach so einem Begräbnis oder sonst bei einer Feierlichkeit, die angesagt worden ist, und sonst nicht mehr. Das ist schade. Ausländer werden überraschenderweise nie als Problem thematisiert. Ein paar Kilometer weiter am Millstätter See liegt auch die Heimat des ehemaligen FPÖ-Sozialministers Herbert Haupt. Der Weggefährte Haiders ist nach wie vor schlagender Burschenschafter, was in seiner aktiven Zeit zu heftigen Protesten führte. Der 70-Jährige wünscht sich auch heute noch eine Fortsetzung der haiderschen Politik. Kärnten war schon in einer schlechten Situation, als Dr. Haider das Land übernommen hat. Er hat einen irrsinnigen Modernisierungsschub in der Infrastruktur gemacht. Und in spätere Generationen werden dann entscheiden, was bleibend ist und was nicht bleibend ist. Bleibend wird sein, dass ein Sozialpolitiker mit Weitblick war, der sich teilweise selbst dann wieder geschadet hat, wenn es ihm zu gut gegangen ist. Seine jetzige Ehefrau hat der Ex-Politiker vor kurzem geheiratet, nachdem seine erste verstorben war. Ingrid Haupt ist, wie er, in der Umgebung aufgewachsen, hat aber einige Jahre in Spanien gelebt. Viele Menschen sagen, es ist zu eng hier in Kärnten. Ist es Ihnen schon einmal so gegangen? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es für die Jungen heute schwierig ist in Kärnten. Wegen der Arbeitsplatzsituation ist, man hört ja auch immer wieder, es gehen viele weg und kommen dann nicht mehr zurück, weil die entsprechenden Jobs vielleicht nicht da sind. Aber dadurch, dass ich selbst sehr viele Jahre weg war, habe ich dieses Gefühl nie empfunden eigentlich. Also für mich war Kärnten dann eher wieder so ein Wohlfühlort zum Zurückkommen. Die ehemalige Lehrerin hat eine Zeit lang auch mit Flüchtlingen aus Ex-Jugoslawien gearbeitet. Herbert Haupt vertritt wenig überraschend eine strikte Ausländerpolitik. Große Lager sind für ihn durchaus eine Option. Ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, dass man die Asylwerber zunächst einmal in einer gezielten Gruppe zusammenfasst, die ihnen die Sprache, den Rechtsbestand Österreichs, die österreichische Demokratie und die österreichischen Verhältnisse und Möglichkeiten vor Augen führt. Es müssen die Verfahren beschleunigt werden. Es muss in entsprechender Form dafür gesorgt werden, dass für jene, die das Bleiberecht hier haben, aufgrund der internationalen Konventionen rechtzeitig Integrationsmaßnahmen getätigt werden. Es soll dahin gehen, was ich schon gesagt habe, eine klare Trennung zwischen jenen, die Konventionsflüchtlinge sind, und jene, die unter der Vorspiegelung, Konventionsflüchtlinge zu sein, sich in Österreich hier einen Zuzug erschleichen wollen. Eine Unterbringung von Asylwerbern in großen Lagern könnte für Unterkünfte wie den Bärenwirt im Gurktal das ausbedeuten. Trotz aktueller Existenzsorgen, immer wieder gibt es auch Erfolgserlebnisse. Aref Alwasch, ein kurdischer Syrer, hat einige Zeit im Bärenwirt gewohnt. Inzwischen ist er mit seiner Familie nach Klagenfurt gezogen. Heute ist er mit seiner Frau im Bärenwirt zum Essen eingeladen. Ich bin Musiker vom Beruf, aber ich kann nicht mit orientalischer Musik arbeiten in Österreich, weil in Österreich gibt es weniger orientalische Gruppen. Ich will mit LKW arbeiten. Ich habe jetzt normale Führerschein und ich habe angemeldet bei Fachschule LKW-Führerschein machen. Okay, so, meine Lieben, da gibt's jetzt die Käsnudeln. Maximal 15 Asylwerber können hier betreut werden. So. Das ist österreichisches, das ist österreichisches, das ist typisch. Elisabeth Steiner vermeidet bewusst das Wort Asylwerber. Sie spricht lieber von Gästen.
Jetzt sitze ich also da mit lauter Kurden und esse Kärntner Kasten. Ich glaube, das ist das wahre Menschsein. Das ist wahre Begegnung. Das schafft auch Befriedigung. Und das schafft Freundschaft. Und das sollten wir pflegen. Und nicht das Ausgrenzende. Wenn wir mit dem beginnen, ja, dann wird sich letztendlich unsere eigene Gesellschaft auch zersetzen. Wie heißt das? Christel? Kärntner Käsnudel. Das schmeckt sehr gut. Der Kärntner ist in Wirklichkeit ein sehr gastfreundlicher Mensch. Und ich glaube, diese Abschottung gegenüber Fremden ist auch das Ergebnis einer Jahre- oder jahrzehntelangen Indoktrinierungspolitik, die immer gesagt hat, hier sind wir und dort sind die Fremden. Super! Die orientalische Musik ist in der Tourismusgemeinde Krumpendorf am Wörthersee inzwischen verklungen. Die Flüchtlingszeltstadt ist verschwunden. Lange galt die Gemeinde parteiübergreifend als Beispiel gelungener Willkommenskultur. Der damalige Gemeindevorstand und Ex-Nationalratsabgeordnete Matthias Köchl ist derzeit Hausmann. Seit die Grünen 2017 den Einzug in den Nationalrat verpassten, hat der ehemalige Spitzenkandidat der Kärntner Liste alle Ämter niedergelegt. Ich halte nicht viel davon, dass man sich nur mit dem Wort rechts oder links definiert. Im Prinzip denke ich, man sollte mal eine Politik machen, die auf Menschenrechten fußt, die für soziales Engagement eintritt. Und wenn man das links nennen möchte, ja, okay, dann ist das links. Linke Politik hatte es in Kärnten schon immer schwer. Selbst hier in Krumpendorf am Wörthersee, einer der ohnehin seltenen grünen Hochburgen, blieb die Partei bei den Nationalratswahlen 2017 knapp unter 5% der Stimmen. Da haben wir einen Trinkwasserbrunnen. Es gehört meiner Meinung nach zur Standardausstattung von einem Spielplatz. Also habe ich als zuständiger Gemeindevorstand einen Brunnen hier errichten lassen mit ungefähr Trinkwasser. Ja, und halt die Sitzbänke erneuert. Für den politischen Erfolg hat das nicht gereicht. Denn auch in Krumpendorf beherrschte die Flüchtlingskrise die Debatte. Die Angst der Menschen vor Asylwerbern habe ich vielleicht unterschätzt. Weil ich kenne ja etliche, habe noch keinen kriminellen Asylwerber getroffen. Das sind eher fleißige Leute. Wenn viele Leute aber noch nie einen getroffen haben, noch nie mit einem gesprochen haben und dann den Eindruck haben, das sind alles Gauner, ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass man dann FPÖ wählt. Doch auch nach der FPÖ-Regierung in Kärnten sei der große Wurf, was Verkehr oder Energie betrifft, ausgeblieben. Wobei ich schon glaube, dass die Koalition Rot, Schwarz und Grün einiges geleistet hat, aber halt als Aufräumkommando quasi. Jetzt weniger noch in die Zukunft blicken, sondern mehr die Altlasten der Vergangenheit beiseite räumen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig wäre, dass man eine Fortsetzung hat für die nächsten Jahre. Die berufliche Zukunft des ehemaligen Grünpolitikers ist noch offen. Derzeit plant er, wie früher, als Unternehmer zu arbeiten und sich sozial zu engagieren. Fest steht, die Familie wird auf alle Fälle in Kärnten bleiben. Der Musiker Herwig Zamanik und seine Lebenspartnerin, die Schauspielerin Jutta Fastian, kommen derzeit ausschließlich auf Besuch nach Hause, wie heute in die Umgebung von Millstatt. Wir haben immer gesagt, dass das absolut eine Option, Möglichkeit ist, gemeinsam irgendwann hier zu leben, oder? Das ist nicht abwegig. Aber jetzt, fix ist es zu früh, für mein Empfinden. Das noch, gilt noch einiges zu entdecken. Alterssitz wird angestrebt. Alterssitz. Wenn wir uns dann noch lieben. Was man sagt. Genau. Die Entscheidung, ob sie wieder nach Kärnten zurückgehen, würden sie aber auch diesmal, wie schon zur Haider-Ära, nicht von der Politik abhängig machen.
Ich bin ja krisenerprobt. Ich kenne ja Kärnten in Zeiten des Heiderwürgegriffs also, und seiner Nachfolger. Von dem her braucht man sich ja nicht fürchten. Wenn sie daheim sind, treffen die beiden häufig Freunde und Wegbegleiter. Im ehemaligen Studio Herwig Zamanix in einem Klagenfurter Hinterhof hat seine Band Futzmann and the Singing Rebels 2012 auch den Protestsong Haltet Abstand aufgenommen. Die Musiker sind kommerziell erfolgreich, aber insgesamt sei die Szene für zeitgenössische Kunst sehr überschaubar, meint Bandmitglied Richard Klammer. Der Haider hat es als erster überlauert, dass man im Kulturressort extrem viele Stimmen requirieren kann aus den ganzen volkstümlichen Dingen. Ja. Der hat halt die Chöre unterstützt und die Blaskapellen unterstützt und nichts gegen Chöre und nichts gegen Blaskapellen. Ja. Aber der hat die unterstützt und hat dadurch halt, das ist halt der Bursche, bitte, der hat uns auch 200 Euro gegeben. Und so wird so rennt es. Und genauso rennt es. Das ist ein Ressort, wo man quasi politische Werbung macht. Aber auch nach der Haider-Zeit habe sich innerhalb der Kulturpolitik noch zu wenig getan. Es geht einfach um Aufholen. Also es ist hinten nach, was die Kulturpolitik betrifft. Allein, dass wir in Kärnten eine Unterabteilung Kultur haben und keine Kulturabteilung, sagt schon einmal auch einiges aus. Es ist der steirische Herbst ein schwarzes Produkt, das Festival der Regionen ein schwarzes Produkt, es ist das Donaufestival ein schwarzes Produkt, es ist die Ars Electronica ein schwarzes Produkt. Also die besten Festivals, die es gibt, zeitgenössischer Kunst, sind schwarze Produkte. Das muss man sagen. Was gibt es denn für blaue Kulturfestivals? Da war extrem viele. Die Nacht des schlagenden Schlagers. Nichts gegen den Schlager. Weil der Mensch ein Mensch ist, braucht er was zu essen, bitte sehr. Es macht ihn kein Geschwätz nicht satt, das bringt kein Essen her. Drum liegst du dein, drum liegst du dein, wo der Platz Genosse ist. Leih dich ein in die Arbeit, allein bleib von, weil du auch ein Narr. Kurz vor der Wahl fahren wir noch einmal Richtung Klagenfurt. Selbst rund um die Landeshauptstadt gibt es nur wenige Plakate. Alle Parteien setzen auf Begriffe wie neu, Qualität oder Zukunft. Markante Slogans, etwa gegen Ausländer, finden wir diesmal keine. In allen Umfragen liegt der rote Landeshauptmann Peter Kaiser klar in Führung. Welche Koalition sich künftig ausgeht, ist offen. Die Wähler blicken skeptisch in die Zukunft. Ja, das ist zu wenig Geld für die Regierung, da, dass sie was machen kann. Ne? Deswegen wird da fast nichts gemacht. Das fängt bei den Straßen an. Ich würde eher meine Stimme in Parteien geben, die jetzt wirklich neu aus dem Boden gesprossen sind. Und die Alten, denen kann ich eigentlich nicht mehr so vertrauen. Einziger Kaiser geht noch, aber sonst da. Man würde reichen ein Miteinander. Eine Partei allein wird das nicht schaffen. Alle ziehen eher nach Graz, nach Wien und Kärnten stirbt eher ein bisschen aus. Und die Ausländer werden eh nicht, die kriegen neue Radeln, neue Schuhe und alles. Und unsere Leute, eigenen nicht, die müssen unter der Stirn schlafen. Während der gesamten Umfrage outet sich niemand als FPÖ oder ehemaliger Haider-Wähler. Selbst wohlwollende Passanten meinen, dass sie immer eine andere Partei bevorzugt hätten. Haider war sehr beliebt, gell. Also der hat halt, wie sagt man denn, der hat das halt verstanden, mit den Leuten umzugehen. Das hat einen mächtigen Schaden hinterlassen, diese Ära, und die ist jetzt vorbei. Jetzt muss man wieder nach vorne schauen. Der junge ÖVPler da, der ist lieb, der ist nett, der lacht. In Kurz oder was? In Kurz, ja. Der ist nett. Und so braucht man da danach ein bisschen aufgeschlossen, den ich anschaue. Was Gott, wie geht's und hin und her, gell? Weiter geht es nach Villach. Bei der letzten Nationalratswahl 2017 lag die SPÖ in einer traditionell roten Stadt nur knapp vor der FPÖ. Ob der Trend auf die kommende Landtagswahl abfärbt, bleibt abzuwarten. Die ehemalige Journalistin Elisabeth Steiner präsentiert heute in der neuen Bühne ihr Buch Fremdenzimmer. Darin zieht sie Bilanz über Erfahrungen mit ihrer Flüchtlingsunterkunft, dem Gurktaler Bärenwirt. Mit dabei auch der syrische Musiker Aref Alwash, der eine Weile in Steiners Gasthaus gelebt hat.
Auf die Autorin hat die Wahl einen direkten Einfluss, denn die Verträge für den Bärenwirt laufen über das Land. Und auch die Stimmung im Ort ist angespannt. Ich kann nur sagen, man weiß es nicht, wie die Situation ausgehen wird. Man spürt sehr viel Unruhe im Land. Man spürt auch, dass viele Menschen sich überlegen, es muss einmal was Neues her. Wenn man auch die ganzen Diskussionen hernimmt über Arbeitslosen, wenn man Diskussionen hernimmt über Mindestsicherung, die man kürzen will, nicht nur für Ausländer, sondern auch für unsere eigenen Leute, dann sollte man sich schon klar vor Augen haben, welche Folgen das dann auch für ganz Kärnten und für uns alle haben wird. Die verschärfte Asyl- und Integrationspolitik durch die neue schwarz-blaue Regierung ist auch bei den Gästen in der neuen Bühne ein zentrales Gesprächsthema. Und es gibt auch im Dorf, es gibt die, die hetzen und es gibt die, die schweigen. Und es gibt vielleicht eine Handvoll, die nicht aufgeben will. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sage, okay, jetzt haue ich den Hut drauf. Das bist als Mensch ihnen einfach schuldig und fertig. Darüber braucht man nicht weiter zu diskutieren. Komm, ich verlass die Heimat. Der Mensch will gerne Fremder sein. Unsere Verzweiflung in der letzten Stunde. Die Stunde wieder erstickt der Schrei. Stefan Petzner vermeidet es, allzu oft in die Heimat zu fahren. In jedem Winkel sei er schließlich mit Jörg Haider gewesen, sagt er. Ein Erbe, das er hinter sich lassen will. Wenn, dann besucht er seinen Geburtsort Lassnitz. Hier gibt es zwei Ortstafeln, eine kärntnerische und eine steirische. Mittendurch verläuft die Landesgrenze. Hier leben die Eltern von Stefan Petzner. Ihre Landwirtschaft haben sie längst an die Kinder übergeben. Der Vater war für die FPÖ Gemeindefunktionär. Diese blaue politische Herkunft war für seine Frau Maria Theresia nicht immer einfach. Ich bin ja aus einem ganz, ganz schwarzen Haus heraus. Und da hat meine Urgroßmutter, also wie sie gehört hat, wie wir geheiratet haben, hat sie gesagt, na, sowas. Na, da bin ich wohl nicht einverstanden mit dem. Na, aus einem Blauer, na. Das ist ungefähr, das muss sie sich noch überlegen. Aber sie hat dann schon, also wir haben uns da auch nichts reinreden lassen und hat dann zugestimmt. Die FPÖ bestand eben aus zwei Flügeln, dem Nationalen und dem Liberalen. Und mein Vater war zum Beispiel immer klar pro-europäisch damals, Kinder, kann ich mich erinnern. Sehr, sehr viel, oder als Jugendliche sehr, sehr viel diskutiert auch. Wir haben immer sehr viel diskutiert politisch zu Hause und ich war immer sehr EU-kritisch oder EU-skeptisch, das bin ich auch bis heute. Und mein Vater war immer ein klarer Pro-Europäer bis heute auch, nicht, kann man so sagen, oder? Ja, und ich muss sagen, ich habe mit dem Haider schon meine Probleme gehabt. Die Aussagen, die er getroffen hat, die konnte ich nicht immer teilen. Und Knickelfeld, das habe ich überhaupt nicht verkraftet. Dort habe ich dann meine Parteimitgliedschaft zurückgelegt, weil das habe ich nicht verstanden. Weil meine Weltanschauung ist einfach eine andere, eine liberale, eine offene. Die Aussagen Haiders, etwa dass er die österreichische Nation als Missgeburt empfinde, spalteten die FPÖ. Der Parteitag in Knittelfeld besiegelte diesen Prozess. Vater und Sohn sahen vieles unterschiedlich. In der Jugend ist man ein Rebell. Und im späteren Leben wird man dann ein Realist. Ich bin froh, dass er jetzt weg ist von der Politik. Und also, ich glaube, es tut er ihm gut. Und nicht mehr so in der Öffentlichkeit zu stehen. In der Öffentlichkeit stand er zuletzt mit kritischen Analysen zum Rechtspopulismus, aber auch einem Prozess, der mit einer bedingten Haftstrafe endete. Er und andere Ex-Parteikollegen hatten 2009 widerrechtlich Steuergelder für BZÖ-Broschüren verwendet.
Die Vergleichswerte und die Erfahrungen zeigen halt, dass Rechtspopulisten am Ende des Tages großteils in Regierungen gescheitert sind, beziehungsweise rechtspopulistische Politik sehr, sehr teuer werden kann, wie man das ja auch am Beispiel von Kärnten sieht. Da wurde sehr viel gemacht, da wurde sehr viel investiert, da wurde sehr viel auch an Förderungen und sozialen Wohltaten verteilt, aber das kostet natürlich auch alles sehr viel Geld und muss am Ende des Tages irgendjemand bezahlen. Weswegen Kärnten auch natürlich in einer budgetär schwierigen Situation ist. Wobei man immer sagen muss, dass natürlich auch alle anderen Parteien diese Beschlüsse mitgetragen haben. 10 Jahre nach dem Tod Jörg Haiders wirkt sein Erbe in Kärnten fort, finanziell und politisch. Auch ein Grund, warum Haiders PR-Stratege das Land meidet. Das Haus, wo wir hier stehen, das ist Steiermark. Und alles das, was wir hier sehen, diese Wiese und diese Wälder, alles, was diese Seite betrifft, ist alles Kärnten. Weil der Bach, der durch dieses gesamte Tal fließt, wo wir hier sind, in Lassnitzauen, bildet die Landesgrenze. Das heißt, an der Grenze aufgewachsen, daher immer Grenzgänger gewesen und Grenzgänger bleibend. Vielleicht manchmal sogar grenzüberschreitend. Ob das immer gut ist, im Leben bis an die Grenze zu gehen, in allem, was man tut, ja, lasse ich mal dahingestellt. Oder das ist eine Frage, die werde ich dann beantworten, wenn ich ganz alt irgendwo sitze, vielleicht doch wieder am Wörthersee und auf mein Leben zurückschaue. Ich kann halt nicht anders. Deswegen sage ich immer, wer an der Grenze geboren ist, so wie ich hier, muss ein Grenzgänger sein im Leben. Geht ja gar nicht anders. Und egal, wie die Wahlen ausgehen, die meisten Kärntner würden ihre Heimat ohnehin nie verlassen. Und selbst diejenigen, die während oder nach der Haiderzeit weggegangen sind, kehren irgendwann zurück. Die meisten wegen der Landschaft, ganz unabhängig von jeder künftigen Politik.